Und die wollen schon, dass alle mal rankommen, ja. Ah, okay. So, von meiner Seite aus kann es losgehen. Mhm. Sind alle auch mit Proviant versorgt? Ja. Also eine Stunde unter Wasser kann dann doch schon mal ganz lang werden. Ja, ich denke, drei Essen, drei Trinken für eine Stunde, das sollte reichen. Das sollte ein bisschen. Ja. Ich habe zwei Trinken, zwei Essen mit. Ja, ich habe ein bisschen was dabei, Kaffee oder sowas. Okay, cool. Let's go. Okay, dann geht's los. Ja. Ahoi, Capitano. Wir fahren ins Meer. Nee, aber das wird ganz interessant, weil unter Wasser, ich war auch noch nicht. Ja, aber soll ich dich mal unter Wasser drücken? Ja, sehr witzig. Ah, ich mag dich. So, dann ist das hier das gute Stück. Ich würde einmal aufmachen und an den Steg ranfahren. Ja, alles gut, wir warten, ne? Was kostet so ein Boot? Was kostet so ein Boot? Ein U-Boot? Ja. Die verkaufen wir leider nicht. No, aber jetzt mal so ein Beispiel, ne? Was wird das sowas kosten? Das ist eine gute Frage. Da wir die nicht verkaufen dürfen, habe ich dann leider auch keine Preisinformationen bekommen. So, vorne. Jetzt geht's los. Ja, so, mega cool. Jetzt geht's los, genau. Einmal alle Luken zumachen. Ja, das ist besser, hä? Sonst wird's nass. Ja, sonst wird's nass. Das wäre nicht so gut im U-Boot. Ja, sehr cool. Sie haben das seltene Glück, einen Biologen dabei zu haben jetzt. Ich hörte davon. Jetzt kann er uns ein bisschen über die Unterwasserwelt erzählen. Ja, ich bin gespannt. Na, Meeresbiologie ist schon ein bisschen bei mir her, tatsächlich. Ja. Ich habe mich ja mehr auf Umweltschutz und Klimaschutz spezialisiert. Ah, okay. Ja, wir haben diese Anzeige gesehen und da stand ja, ja okay, ihr braucht einen Bootsführerschein. Und ich so, kein Mensch hat einen Bootsführerschein, außer er arbeitet bei Seabreeze. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, no, aber alle Leute, die ich kenne, die den haben, arbeiten auch bei Seabreeze. Okay. Ja, oder sie gehen halt angeln oder so, aber davon kenne ich eigentlich noch niemanden. Also ich wüsste jetzt nicht, wozu ich einen Bootsführerschein machen sollte. Naja, wir wohnen auf einer Insel. Das ist richtig. Auf einer sehr sonnigen Insel. Das ist auch richtig. Aber die Frage ist ja, treibt es einen aufs Meer hinaus, ja oder nein? Ja, gut, wenn nein, dann ist man aber vielleicht auch generell auf der Insel nicht falsch, weil es ist ja kein Wasser. Ja. Es ist halt sehr viel Wasser drumherum. Ja, also ich sag mal so, wenn ich aus Wasser möchte, dafür gibt es euch. Das ist korrekt, ja. Na, gucken mal. Und so verdient ihr Geld und ich muss keinen Bootsführerschein machen. Das ist richtig. Ich glaube, der kostet auch über 1000, Geld oder? Verdienen, wenn ihr einen Bootsführerschein habt und jeweils ein Boot kauft. Ja, oder dieses U-Boot mietet. Oder das U-Boot mietet. Aber was kostet der Spaß denn? Ich glaube auch über 1000 Dollar so ein Bootsführerschein, oder? Der Bootsführerschein kostet 2500, ja. Ja, danke schön. No, danke. Danke, danke. Nee, ja, danke, aber nein, danke. Dann lieber 500 Dollar die Stunde für so ein Späßchen zwischendurch. Also wir haben jetzt erstmal die Stundentour, da sieht man schon jede Menge. Wir haben auch noch längere Touren als Tarife. Ich lasse mich überraschen. Wenn ich mehr sehen will, nehme ich nächstes Mal das größere Paket. Sehr gut. So, schauen wir mal, ob wir schon was sehen. Wahrscheinlich noch nicht. Ah. Ist noch ein bisschen trübe hier. Aber mal spannend hier. Gibt's hier Haie? Das werden wir gleich sehen. Bisher habe ich aber tatsächlich noch keine gesehen. Ach, schade. Ich denke, die werden einfach vom U-Boot auch vertrieben. Ja, das kann ich mir fast. Relativ scheu auch. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gehört, es sei hier ein Megalodon, sei hier rumschwimmen. Das habe ich noch nicht gehört. Bisher war nur die Rede von ganz normalen Haien wie Weiße oder Hammerhaie. Okay, okay.
Ja, es ist echt Brackwasser hier, ne? Ja, das liegt daran, dass hier auch direkt die Hafeneinfahrt ist. Dadurch wird natürlich jede Menge Sediment auch aufgewirbelt. Ich bin gespannt. Die Kara erzählte, es gibt ein Wrack. Es gibt sogar mehr als eins, ja. Okay, ja, ich habe jetzt nur eins aufgeschnappt. Was war das, ein Flugzeug oder ein Schiff? Ich glaube, ein Flugzeug. Unter anderem. Ist es bei der Tour mit dabei? Ja, geht's erstmal in die Tiefe. Schön. Ja, so Korallen und Wracks, da freue ich mich drauf. Ja, ist alles im Programm mit dabei. Ja, super. Hier wird schon die Sicht ein bisschen schöner. Ich glaube, wir waren wirklich viel zu nah an der Insel. Und wenn das Wasser nicht so tief ist und da Schiffe fahren, das ist ja logisch, ne? Aber dieses U-Boot sah auch total cool aus. Sehr modern, ne? Hier dieses? Ja. Also jede Menge Computerunterstützung auch. Neueste vom Neuen im Grunde. Aber ich hoffe, Sie haben nicht den GPS-Tracker vergessen, wie diese Titanic-Leute. Zu meiner Frage, kann man auch tauchen lernen? Kann man auch, ja. Bieten wir auch an. Ah, okay. Und kriegt man, aber die Ausrüstung kann man schon kaufen, dass ich dann so privat tauchen kann? Nee, kaufen kann man die leider nicht. Mieten können Sie die auch bei uns. Das ist auch relativ günstig. Also Sauerstoffflasche und sowas. Sauerstoffflasche, dann, Atemgerät, genau. Neoprenanzüge gibt es bei Bathers. Und Flossen und so weiter. Also das, was man wirklich anzieht, das gibt es bei Bathers. Und wie gesagt, die Ausrüstung an sich, die kann man bei uns dann mieten. Cool. Möchtest du einen Schatz suchen, Rodrigo, bei dem Flugzeugwrack? No, aber ich habe von der Legende gehört, dass hier ein UFO irgendwo untergegangen sei. Und das würde ich gerne finden wollen. Oh, okay. Interessant. Ja, also hat mir mal einer erzählt. Ich weiß nicht, ob der ganz sichtbar im Kopf, aber wenn es stimmt, dann wäre es interessant. Deshalb die Frage, ob man so ein U-Boot auch kaufen kann. Nein, U-Boot kann man nicht kaufen. Schade. Jetski auch nicht. Ach, verdammt. Nur reguläre Sportboote. Das war doch eine sehr gute Idee. Wir haben gemerkt, es haben eigentlich so quasi gar keine Läden offen, außer Seabreeze. Und deswegen, dann haben wir das mit dem U-Boot gesehen und dann dachte ich mir, ja, let's go. Sehr gut. Ja, ihr seid in einer glücklichen Position. Ihr habt gerade wenig Konkurrenz. Ja, ein bisschen Konkurrenz haben wir da aber doch immer. Okay. Also es war wirklich nichts los in der Stadt. Also was Venture Sites angeht. Also ja, die Venture Sites, ja auch. Genau, die Ausgangslage Venture Sites, die ist gerade sehr gut für euch. Weil, also ich denke, viele Leute gucken halt auf Venture Sites und überlegen dann, was sie machen und ja. Also die Seitenleiste da, da kann ich verstehen, da gucke ich auch immer gerne mal drauf. Aber so richtig auf Venture Sites. Ich scrolle tatsächlich, ja, ich kenne die Leiste, die Sie meinen, von Venture Life, aber die ist ja nicht vollständig. Also ich scrolle tatsächlich auch immer bei Sites komplett durch, bis ich im orangen Bereich bin. Wusste ich nicht, dass sie nicht vollständig ist. Das ist eine gute Info. Naja, also die geht, ich weiß nicht, nur bis 15 Unternehmen oder so und dann ist halt Ende. Und dann muss man ja den Button klicken, der einen weiterleitet zu Venture Sites und dann sieht man quasi die Nummer 16 bis, was ist, ja, bis, was bis endlos. Ah, hier sind schon mal Fischchen, das ist schön. Und hier sind auch besagte Korallen. Wo hast du gesehen? Fisch?
Wir sind gerade, als wir durch diesen kleinen Brocken gefahren sind, dahinter war ein Fischschwarm. Hier rechts auch. Oh, richtig schön. Ach, I see. Oi. Ja, ja. Oh, ja, jetzt sehe ich auch. Und wenn man dann kein Gas gibt, dann sind die auch nicht sofort weg, ne? So ist es. Hey, cool. Kann man sich ja auch anknallen? Nö, das ist nicht nötig. Okay. Ich glaube, das ja eh zu. Achso, den kann man gar nicht aufmachen jetzt. Nee. Ah, nicht so wie beim. Ist Auto. Ja auch viel zu viel Druck. Ja, so. Ja, der Druck wird tatsächlich ein bisschen ausgeglichen, weil man hier so eine hydraulische Unterstützung hat. Ah, okay. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also im Notfall würden die Türen aufgehen. Ja, dann hat man erst den richtigen Notfall. Richtig, wir sind hier ganz schön tief. Bis du hier oben hochkommst, brauchst du keinen Arzt mehr. Ja, also wir sind jetzt bei nicht ganz 120 Fuß. So knapp 40 Meter. Mhm. Hier, versunkenes Boot hier. Mhm. Cool. Wow. Oh, Containerschiff, ja? Mhm. Sind da irgendwelche Container, die man noch aufmachen kann? Ja, ich sag ja, du willst Schatzsuche machen. Ich dachte mir schon fast. Ja, warum nicht? Ist ja legitim. Einmal ja. Die Container gucken. Ja, warum nicht? Klar. Wenn da nur was Gutes drin ist, man weiß ja nie, ne? Naja, ich sag ja, nach Schätzen tauchen. Warum nicht? Oh, den hast du aber gut erwischt. Den hat's richtig zerlegt, ja. Sie. Weiß man, warum der gesunden ist? Leider nein. Wir hatten vor einiger Zeit ein Hurricane hier, was an sich schon ungewöhnlich ist. Mhm. Der hat tatsächlich auch einen Frachter an den Strand gespült, aber ich glaube, der hier liegt schon etwas länger. Mhm. Glaube ich auch, so wie der verrostet ist. Mhm. Achso, wenn ihr irgendwie euch nochmal wo umschauen wollt, wo ich so ein bisschen dran vorbeigehuscht bin, dann sagt gerne Bescheid. Dann Ja klar. Nehmen wir nochmal kurz um. Dann. Du fährst ja schön langsam bei den interessanten Sachen. Wie tief kann das U-Boot? 500 Fuß. Ist aber auch wirklich das absolute Maximum. 450 Fuß sind empfohlen. Okay. Also so 150, 135 Meter. Das ist schon relativ tief, oder? Das ist schon ziemlich tief, ja. Da so, wird es dann auch schon langsam dunkel. So, jetzt stell dir vor, in der Tiefe steigst du aus, ja? Ja, da keine Chance. Ich weiß nicht, ob man 40 Meter schaffen kann, aber über 100 Meter schafft man bestimmt nicht. 40 Meter geht noch so gerade eben. Das ist dann auch die äußerste Grenze, die wir bei den Tauchkursen haben. Alles danach, da braucht man dann entsprechende Druckanzüge. Und nochmal irgendwie spezielle Gemische. Ich bin jetzt nicht so im Tauchbusiness drin. Das machen die Kollegen. Aber so ein bisschen kriegt man ja doch mit. Ja, ich meine, wenn es um dein Überleben geht. Dann also 40 Meter, dann... Ja, ist eine Herausforderung. Ja, natürlich, wenn man das nicht geübt hat. Das könnte ja, aber das Adrenalin auch, kickt ja dann. Ja, das Problem ist dann auch, dass man zu schnell auftauchen würde. Und dann hat man ruckzuck das Problem der Taucherkrankheit. Okay, dann hast du Stickstoff im Blut. Ja, ich glaube schon, genau. Ja, dann hast du ganz andere Probleme. Dann müsstest du in die Tauchkammer danach. Du kennst dich aus. Ich war bei der Küstenwache. Das ist richtig. Deshalb, ja, deshalb. Ja, leider gibt es ja keinen Zopf hier als Küstewache, das könnte ich sofort anfangen, ja, aber. Ja. Ja, da ist das LSPD tatsächlich die Behörde, die das. Ich wollte gerade sagen, macht das das BD? In Maßen, die teilen sich das so ein bisschen auf mit dem Fire Department. Okay. Rettungseinsätze meist eher durchs Fire Department. Die Patrouilleneinsätze macht eher das LSPD. Was ist das denn? So ein komisches Gerüst? Das war meine Ölplattform. Ach so. Ah, da weiß einer Bescheid. Ja, wir haben früher auch so mit U-Boote, haben wir immer diese Spuckler gejagt, ne?
Okay, aber nicht mit so einem hier. Nein, nicht so mit so einem anderen, nee, aber die waren auch nicht dumm, hä? Die haben auch gewusst, wie sie das Zeug rüberbringen wollen. Ja, die bauen ja teilweise auch selber U-Boote, ne? Ja, auch. In so einer Doku gesehen. Richtig. Und manche sind echt, also lebensgefährlich, was die manchmal bauen, ja? Ja. Also ich habe schon gesehen, dass sie da beispielsweise solche Ölkanister, diese großen, wie heißen die, Ölfässer, ne? Nehmen und dann so vier Stück hintereinander zusammenschweißen und hinten kommt der kleine Elektromotor rein und dann packen die das ran voll mit Kokaina und dann der Fahrer vorne dran, der steuert es mit so einer Xbox-Controller, ja? Oi. Wow. Ja, okay. Und so abenteuerlich. Sie und so steuert die Dinger dann, ja, durch den Pazifik, ne? Und manchmal irre, ja, ist total irre, ist das Himmelfahrtkommando ist, weil das Blechding hält ja nicht viel aus, ja. Mhm. Die Sauerstoff kann man auch nicht drin lagern und ja. Naja gut, es geht ja um was, ne? Also wenn man Zehntausende Dollar da oder Hunderttausende Dollar da an Drogas drin hat, dann riskiert man vielleicht eher sein Leben als für, ich sag mal, 100 Dollar. Das ist klar, das ist klar. Das ist natürlich der große Reiz, ne? Wenn du natürlich da, weiß ich was, wie du sagst, so für 100.000 Dollar Drogas drin hast, ja, dann werden manche Menschen sehr leichtsinnig, ne? Sí, claro. Kann ich verstehen. Also ich würde das nicht machen, aber ich kann verstehen, dass es reizt. Sí. Die meisten mussten wir immer dann aus Wasser fischen, ja. Weil sie abgesoffen sind. Was ja auch völlig normal ist, vor allem bei Sturm und so, ja, im Pazifik. Ja. Da können teilweise Wellen von 8 Meter kommen, ja, und diese kleinen Boote, die halten das ja gar nicht aus, ja. Nee, klar, die sind ja nicht dafür ausgelegt. Nee, das ist ja Hilfswerk, ja, damit würde ich nicht mal in den See drin tauchen wollen. Aber vielleicht sollte ich mich bei der Feuerwehr bewerben. Ja, warum nicht? Ja, dann. Wir suchen auch immer Leute. Dann hast du zumindest Boote mit dabei, aber ja, halt um Leben zu retten. Weil Polizei mache ich nicht mehr, also dazu bin ich zu alt für den Straßendienst. Das ist mir, da wäre ich wahnsinnig. Ja, gut. Ja, also Feuerwehr ist natürlich bestimmt auch abenteuerlich, aber. Ja. Ich glaube nicht, dass du zu alt bist für Feuerwehr. Naja, Sache ist einfach, Polizei, Straßendienst ist schon eine ganz andere Arbeit als wie jetzt Küstenwache, ne? Ja gut, aber Feuerwehr an sich ist natürlich auch körperliche Herausforderung, ne? Nee, das ist da, das ist kein Problem. Also so in einem Brandherd, so in einem Feuer drinnen zu sein, das ist, das kann auch nicht jeder. Ja, das stimmt. Aber wenn du dir vorstellst, ja, du bist Straßenpolizei und dann bist du da in der Southside, und vor dir steht einer so mit halbe Hose in Kniekehle und redet dich an mit irgendwelchen Sätzen, die du nicht verstehst und denkst dir, jetzt langs, ja, und dann, ja. Klar. No, ja. Das was der ist. Ich meine nur, Feuerwehr nicht unterschätzen, das ist auch. Ja, ist auch Arbeit, aber es ist halt nicht so mit direkt, du bist nicht in der vordersten Frontlinie mit diesem, weißt du, was ich meine. Naja gut, das Feuer hält zumindest die Schnauze, das ist richtig. Oder MD. No, MD, weißt du, wie schwer das ist? MD, das ist eine richtige Herausforderung. Da musst du so viel medizinisches Wissen haben und das ist nicht so einfach. Das ist ganz, ganz schweres Kaliber ist das. Da musst du der Mensch dafür sein. Sieh, ich glaube, da musst du auch ein Interesse dafür haben, das alles zu studieren. Sie. Da musst du Interesse haben an die Medizin, an die ganzen Begriffe und. Muss man sich ja alles aneignen, wenn man das nicht schon zufällig vorher studiert hat. Sie, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Feuer ist okay. Feuer kann man, ne? Wasser, ne? Und es gibt verschiedene Brandarten mit verschiedenen Dingen. Und es ist alles noch überschaubar, ja? Aber, ja, das stimmt. Ja, aber eben die. Also das ist, glaube ich, wie sagt man, Highschool-Physik. Mehr braucht man dafür, glaube ich, nicht für Feuerwehr.
Ja, glaube ich auch, ja. Wie man ein Feuer ausbekommt, das ist überschaubar. Oh, was ist denn hier? Ein Wal? Was sagt unser Biologe? Ich glaube, es ist ein Wal. Ja, genau, es ist ein Wal. Ein sehr großer Wal. Mhm. Ich würde sagen, das wird Richtung Pottwal gehen. Cool. Das okay. Ich vermute, das erkennt man an dem Schädel, ne? Genau. Wow. Also das waren gut investierte $500. Jetzt schon. Ja, das ist jetzt schon ein Erlebnis. Das stimmt. Also, hätte ich nicht gedacht. Ne? Müssten wir ja praktisch zurückfahren und nochmal neu starten. Warum? Dann sehen wir ja dasselbe. Gibt noch ein paar sehr schöne Spots hier auch. Aber ihr fahrt immer die gleiche Route bei der 1-Stunden-Tour, nehme ich an. Bei der 1-Stunden-Tour fahren wir immer die gleiche Route, ja. Mm, okay. Ja, dann muss man das nächste Mal mehr Geld in die Hand nehmen. Und dann gibt es nochmal Abwechslung. Ja, also ein Teil des ganzen Zeitaufwandes ist leider auch immer die Fahrt. Klar. Weil das U-Boot nicht besonders schnell ist. Das heißt, wenn man dann ich sag mal, die gleiche Küste nochmal abfährt, dann ist es halt so, dass man einiges von kennt. Mhm. Habt ihr Touren, die von woanders aus starten? Weil dann kann man ja viel mehr Strecke schaffen. Nee, haben wir nicht tatsächlich. Okay. Wäre vielleicht auch nochmal interessant. Also zum Beispiel sagen, wir starten in Paleto und dann gucken wir halt den Norden an oder so. Dann kann man ja in 1-2 Stunden nochmal was ganz anderes unterbringen, wenn man halt an einem anderen Hafen quasi startet. Ja, das hört sich interessant an, Sie. Frage, wenn ich jetzt auf mein Handy schaue, ist das okay oder ist das, sollte man das lieber jetzt lassen? Dem Handy macht das nichts, das merkt eh nichts, weil es keinen Empfang hat. Nee, ich wollte nur mal so nachschauen, wegen. Ich glaube, die Frage ging eher in die Richtung, ob das U-Boot dadurch gestört wird. Achso, nee, das U-Boot hat da keine Probleme mit. Nur wie gesagt, das Handy hat einfach keinen Empfang und. Dadurch, dass halt so viel Wasser über uns muss. Ne? Ja, ist klar. Ne? Der Empfang ist schon klar. Nur, dass ich, zum Beispiel, wenn ich ein Bild machen möchte oder so. Ne? Kein Problem, gerne. Ja, also nicht, dass ich dann auf einmal hier Probleme mit dem U-Boot und so. Nee, das ist alles verkabelt. Okay. Da funkt nichts. Okay. Ja, man muss ja fragen, ne? Also. Ja, nicht, dass gleich der Motor ausgeht, weil du ein Foto machst. Sie, das ist da hat ja keiner Lust drauf. Das wäre schlecht. Das war mein Gedanke. Ich verstehe, Rodrigo, aber es ist ja Luft im Tank. Das heißt, selbst wenn der Motor ausfällt, müsste doch die Luft das U-Boot nach oben treiben, oder? Ja, also es hat einen ganz leichten Auftrieb. Mhm. Das heißt, wenn alles ausfällt, muss man eigentlich nur Geduld haben. Treibt man langsam nach oben. Und hoffen, dass man in der Zeit nicht erstickt, ja. Richtig. Aber da ist auch normalerweise genug Sauerstoff an Bord. Sehr schön. Das kein Problem darstellt. Das ist ja fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hauptsache, Sie da vorne wissen Bescheid, wo wir sind. Ja, wir können aber auch gerne mal schauen. Okay. So als kleinen Anhaltspunkt. Oh. Ob ihr es wiedererkennt. Ah, Chumash. Richtig. Natürlich, ich kenne. Wir sind ja hier bei Chumash. Ja, aber ich glaube, hier gibt es keine Wohnungen mehr. Das ist mega beliebt. Ich meine, klar, du hast ein eigenes Haus für dich. Da wohnen höchstens 1-2 Leute drin und du bist halt direkt am Strand. Mhm. Was ein bisschen ärgerlich ist, man hat hier keine Möglichkeit, sein Boot anzulegen. Ach, dieser Pier ist zu hoch, Der Pier ist zu hoch, genau. Es gibt zwar eine Leiter, aber die ist halt nur eine Leiter. Mhm. Sobald ein Boot da liegt, ist die Leiter belegt. Richtig. Boah, ja, Chumash ist schon geil zu wohnen. Man ist noch nicht so ganz weit weg vom Schuss. Man kann schnell noch nach Los Santos rein. Mhm. Aber die Wohnungen sind, glaube ich, also ich habe tatsächlich mal bei Dunasti gefragt, aber die sind schon lange, lange weg. Und ich glaube, die Leute, die drin sind, die bleiben auch einfach drin. Ja.
Kann man auch verstehen. Ja, wie gesagt, du wohnst halt direkt am Strand und du bist nicht so weit weg von der Stadt. Das stimmt. Sie. Bist du halt echt in 30 Sekunden in Los Santos. Das stimmt. Ja. Aber ist schön, hä? Claro, ist mega schön. Also ich bedanke mich so mal bei dir, hä? Ja, gerne. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, neuer Job, dann kann ich auch einen ausgeben. Also wenn ich mal Zopp habe, dann lade ich euch auch einmal ein. Ne? Ja, wie gesagt, ich verdiene jetzt nicht so viel wie beim Casa, aber es, ja, das ist in Ordnung. Aber ich meine, was hilft es dir denn, wenn du beim Casa $100 die Stunde kriegst und dann nur 2 Stunden am Tag arbeiten darfst? Eine Begrenzung tatsächlich inzwischen. Mhm. Damit alle mal die Chance haben zu arbeiten. Naja gut, bei den Behörden, man verdient halt nicht so viel, aber dafür, es gibt keine Obergrenze. Also wer da Lust drauf hat, der kann natürlich 13, 14 Stunden am Stück arbeiten. Und ich glaube, bei den Behörden machen das auch tatsächlich sehr viele Leute, dass sie so sehr lange Schichten machen. Es ist sehr viel, dass sie lange Schichten schieben. Ich bin echt überrascht, ich könnte das nicht. Naja gut, es ergibt sich ja auch automatisch. Also wenn man sich vorstellt, bei der Polizei, dann hast du 10 Einsätze, dann musst du ja auch noch 10 Akten schreiben. Ja. Also du kannst ja gar nicht bei der Polizei sagen, ich gehe jetzt 2 Stunden arbeiten. In den 2 Stunden ist so viel passiert, dass du noch Zeit einkalkulieren musst, das alles in einen Bericht zu schreiben. Bei der Feuerwehr weiß ich nicht, wie das ist mit Berichte schreiben. Im MD bestimmt auch ganz viel Aktenführung. Klar. Muss ja dokumentiert werden, was die Patienten haben, was die an Medikamenten brauchen, was sie kriegen. Ja, bei Feuerwehr weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, sie schreiben auch irgendwelche Einsatzberichte. Und bei den Marshals, es gibt das auch, aber das ist eher weniger. Das sind die sogenannten Vorfallsberichte. Also nur, wenn etwas vorgefallen ist. So, jetzt habe ich genug Filme aufgenommen. Jetzt habe ich genug Bilder gemacht. Sehr schön. So. Handy voll. Speicherkarte voll. Speicherkarte ist voll. Müssen jetzt wieder 50 Cent im Monat mehr zahlen für mehr Cloud-Speicher. 50 Cent im Monat würde gehen. Ja. Die meisten rufen irgendwie $20-30 auf. Was? Für Speichererweiterung in der Cloud? Oha. Ja, klar. Also, ich weiß nicht, wie viel das bei iFruit kostet. Ich habe nicht so viele Handyfotos gemacht bis jetzt. Ich nutze auch nicht den iFruit Cloud Speicher. Das ist mir zu teuer, wie gesagt. Hm. Okay. Also $20 für ein paar Gigabyte mehr würde ich nicht machen. Das ist ja pervers. Das ist halt iFruit, ne? Ja, natürlich iFruit. Ja, man kennt es. Man kennt es. Aber wir haben ja keine Wahl. Man kriegt ja hier iFruit aufgezwungen. Ja, diese ganzen Provider-Handys. Richtig. Einfach Schrott, wenn ich so sagen darf. Wenn es denn wenigstens noch ein paar mehr Apps geben würde. Doch, die Apps sind in Ordnung. Also ein bisschen Snake oder Tetris. Ja! Oh, das würde ich feiern. Oh ja, Tetris. Mega. Müssen mal bei Venture Bescheid sagen. Müssen programmieren. Das sieht auch voll schön aus mit der Sonne, wie die hier so reinscheint. Ja. Mhm. Das ist auch immer hübsch. Abends noch mehr, weil es dann so ein bisschen, zumindest in den oberen Wasserschichten, dann sieht man noch so ein bisschen das Rot. Mhm. Okay.
Okay, suchen wir die Titanic oder? So ähnlich, ja. Besser nicht. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt nicht den GPS-Tracker vergessen. Wie peinlich war denn das bitte mit diesem Titanic-U-Boot? Ja, tut uns leid, wir haben das U-Boot verloren. Wir haben keine Ahnung, wo es ist. Es hat kein GPS-Signal. Okay. Also, haufenweise Milliarden in die Hand genommen und dann vergisst man einen scheiß GPS-Tracker? Ernsthaft? Wie bescheuert ist das? Ja, das ist ein bisschen peinlich. Aber was man bedenkt, was da alles dabei ist in einer Stunde Fahrt, hä? Ja, ich sag ja, es lohnt sich. Ja, also die 500 Dollar sind auf alle Fälle wert. Was sind die nächsten Schritte? 2 Stunden? 3 Stunden? Genau, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Okay. Das haben wir noch als... Immer 500 Dollar pro Stunde? Nicht ganz. Wir haben da so einen kleinen Rabatt eingebaut. Okay. 2 Stunden wären 950 Dollar. 3 Stunden wären dann 1400... Ich weiß es nicht mehr, 1420 oder so. Wird sehr selten gebucht, deswegen bin ich da jetzt gerade nicht auf dem neuesten Stand. Ja, alles gut, alles gut. Aber ich denke, 4 Stunden ist echt lang und 4 Stunden im U-Boot, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ja, also da muss man zwischendurch auch immer mal auftauchen, weil so lange dann der Sauerstoffvorrat auch nicht reicht. Ich wollte gerade sagen, bestimmt nochmal Luft reinlassen, ne? Genau. Muss man halt ein bisschen an der Wasseroberfläche bleiben. Ein Sauerstoffgenerator an Bord, der dann entsprechend aus der Umgebungsluft den Sauerstoff wieder einfüllt. Aber ja, da muss man sich dann halt mal eine Viertelstunde gedulden, bevor man wieder abtauchen kann. Und wie ist es bei einer Stunde? Das heißt also, halbe Stunde fahren Sie hin und halbe Stunde wieder zurück, ne? Ungefähr, ja. Also die Hinfahrt meist eher so, ich sag mal, 40 Minuten, damit man ein bisschen gucken kann. Und dann die Rückfahrt, wenn man schon alles gesehen hat, etwas flotter, 20 Minuten dann ungefähr. Ah, okay. Das geht ja ganz schön steil hier runter. Hm. Willst du es mal ausprobieren, wie tief ist? Steig doch mal aus. Nee, lieber nicht. Aber der Pilot kann sagen, wie tief ist. Der hat ein Tiefenmesser. Jawohl. Und zwar aktuell sind wir bei 320 Fuß und unter uns wird es stetig tiefer. Aktuell 200 Fuß. 120. 30. 300 Fuß waren 100 Meter, ey? Ja, ungefähr. Ja, man kann grob immer durch 3 teilen. Das, genau. Ja. Wenn man es ganz genau haben will, mal 0,31, glaube ich. Okay. Ja, aber ich teile einfach durch 3. Genau, für eine grobe Übersicht reicht durch 3 teilen. Say. Dann ist man auf jeden Fall schon im richtigen Wertebereich. Okay. Wobei die US Navy und auch die Küstenwache verwendet ja auch schon ein metrisches System. Die haben ja kein, wie sagt man, keine Fußeinheiten mehr. Mhm. Also Imperial. Richtig, danke. Naja, die müssen sich halt auch den internationalen Standard anpassen. Ja, ich glaube so in etwa quasi nur England und Amerika macht keine Meter. Ja, nur im Zivilbereich. Im militärischen Bereich haben die auch ganz normale mittelsche System. Ja, besser ist das. Wie will man denn sonst mit seinen Verbündeten kommunizieren? Ja, kannst du nicht Kein sagen, Mensch versteht diese imperialistischen Einheiten. Nee. Die haben bei uns in Norwegen auch Meter und Kilometer und so weiter. Ja, dieses, vor allem in Amerika, es ist ja wirklich für jeden Quatsch eine andere Einheit. So, mein Essen messe ich in Tassen und Schüsselgröße. Dann irgendwie, wenn ich von Gewicht rede, ich rede von Pfund. Nee, wobei ein englisch-amerikanisches Pfund ist ja nur 433 Gramm, ne? Ja, das ist dann auch total ekelhaft umzurechnen, genau. Oh, spannend hier, Flugzeug. Mhm. Mhm. Ja, aber das liegt aber daran, weil das amerikanische Maßsystem stammt noch aus der Kolonialzeit. Natürlich. Und das englische Maßsystem, das wurde reformiert, ja. Die haben das ja schon verändert, ne? Ja, die können inzwischen auch Meter sagen, das ist richtig. Sie. Oh, das muss eine Transall oder irgendwas Größeres gewesen sein. Mhm. Wo sind die Flügel geblieben? Ja, jetzt weißt du, warum es unter Wasser ist.
Naja, ich hätte gedacht, vielleicht sprechen die erst ab, wenn man die Wasseroberfläche aufklatscht. Dann wären sie ja noch in der Nähe, aber vielleicht sind die tatsächlich Sie sind vorher noch in der abgef. Nähe. Ach, da! Ah. Natürlich. Ja. So, aber es ist wirklich so. Es muss nicht unbedingt so sein, ne? Da sitzt sie doch. Da hätten wir schon mal den einen. Okay. Was davon übrig ist. Ah, Wahnsinn, Nicht mehr viel von über. da ist auch ne? ein Reifen. Da Scheiße. oben? Siehst du da oben? Ach, gucke mal, da Ah, hängt ja. er. Ui. Da ist die andere Hälfte vom Flugzeug. Ei. Madre mia. Da sieht man dann auch, was es für eins war. Ja. Okay, so sehr kenne ich mich mit Flugzeugen jetzt auch nicht aus. Müsste eine Transall gewesen sein. Okay. Könnte es sein. Hat sich da festgekeilt und vorne denn abgebrochen. Spannend. Guck mal, da kannst du auch Schatz suchen gehen im Frachtraum. Ich glaube, da wird man nicht mehr viel finden. Ja, stimmt, das sieht sehr leer aus. Alles rausgefallen. Ja, mal abgesehen davon, ich gehe davon aus, dass es ein Frachtflugzeug der Army war. Ach so, die haben das schon längst rausgeholt, ja. Aus dem einfachen Grund, dass wir hier direkt in der Verlängerung der Bahn von Fort Zancudo sind. Ach so. Ja gut, dann werden Man die das lässt ja nicht wahrscheinlich. einmal rüber gucken, da sind schon die nächsten. Wow, okay. Der ist beim Starten oder Landen ist der abgestürzt. Ja gut, dann hat die Armee das schon längst rausgeholt. Das macht Sinn. Die waren da ein bisschen schneller unterwegs. Ja, claro. Kommst du zu spät, Rodrigo? Ach, Mist, kein Goldbarren für mich. Wahrscheinlich wären da eher Waffen drin gewesen oder so. Ja, kann man ja auch verkaufen. Das stimmt. Aber das ist nicht ganz legal, glaube ich. Ja, das ist klar. Und wer weiß, ob die noch funktionieren, wenn die schon, je nachdem, wie lange die da lagen. Es kommt immer darauf an, ne? Aus was für Material sie sind. Ich kenne mich mit Waffen jetzt nicht so gut aus, aber ich würde Gar sagen, nicht. wenn die ein paar Ja. Monate unter Wasser liegen, Du wirst es nicht glauben, ja, aber so ein beispielsweise so eine Kalaschnikow, ja, da wurden teilweise welche gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg und die funktionieren immer noch. Okay, krass. Band. Oh, jetzt bist du ja bei den Masters, ja? Jetzt kannst du ja dich mit Waffen beschäftigen. Ja, noch habe ich gar nichts gelernt. Ich wurde gestern eingestellt, jetzt übertreib mal nicht. Ja, in Zukunft, ne? In Weißt du? Zukunft kenne ich mich damit aus, aber ich muss das ja jetzt Schritt für Schritt lernen. Die kommt noch, die Einweisung für Waffen. Wie bist du? Claro, natürlich. Was mir immer so Angst macht, ist immer, wenn man so weit runtersaut, ja, und ich denke, stell mir so vor, du bist da unten, kommst nicht mehr hoch oh, das war's dann, ne? Ja, viele Leute haben ja So ist Angst es vor schon. Wasser. Na, wahrscheinlich weniger vor dem Wasser als vor der Tiefe, ne? Ja, Ich sehe, also vor ja. der Tiefe. Also, Kann ich zwischendurch auch immer mal wieder verstehen, wenn man über so einen anscheinend bodenlosen Graben fährt, dann ja, das ist es, ne? Man sieht den Boden nicht. wird einem da schon ganz Ich glaube, das anders. ist so eine Kombination von Höhenangst und Angst vor Ertrinken. Vor allem ist es so, also sagen wir mal so, wenn du aus dem Flugzeug springst, du hast einen Fallschirm dabei, ja? Idealerweise ist das so, ja. Die ideale Weise, ne? Dann hast du wenigstens im Hinterkopf, Und runter geht es immer. Hoch ist das Problem. du hast wenigstens im Hinterkopf, du könntest es überleben, ne? Anführungszeichen, ne? Aber du hättest die Chance. Aber wenn du bei 200 Meter Tiefe, wie willst du da rauskommen, ne? Ja, ich sag ja, runter ist leicht, hoch ist nicht so leicht. Einen haben wir noch zu suchen, der ist aber etwas schwieriger zu finden. Gab doch neulich auch diesen einen Typen, der vom Rande des Weltalls gesprungen ist. Auch schon wieder ein paar Jährchen her, ja. Das fand ich aber auch faszinierend. Mit Fallschirm im Prinzip aus der Stratosphäre. Die ist hier auf 50.000 Meter Höhe. Total verrückt, oder? Total verrückt. Ja, aber Irre. mega cool. Stell mal vor, du springst vom Rande des Weltalls einfach. Ja. Ja. Man kann auch verglühen bei der Nummer, ne? Eher nicht, ne.
Nee, nicht? Okay. Der ist ja nicht durch die Ozonschicht gesprungen. Der war schon, ich glaube... Der war nicht schnell genug. Ja, und ich glaube, er war auch... War er in der Stratosphäre oder knapp drunter? Ja, ich kann nicht nachsagen. Mein Handy hat keinen Empfang. Ja, ich weiß. Ich glaube, der war knapp drunter. Ja. Also war der wahrscheinlich auch vielleicht in der Ozonschicht? Ich habe keine Ahnung, wo die anfängt und wo die aufhört. Das ist jetzt schon wieder höhere Physik. also mehr Physik, als man als Feuerwehrmensch braucht. Ja, das auf alle Fälle. Du wirst nicht als Feuerwehrmann in die Welt geschossen. No. Aber also, du musst nur wissen, wann brennt etwas, wie brennt etwas und wie lösche ich es. Und ist es Elektro oder ist es vielleicht Feuer, normales, ne, und solche Sachen halt. Mm. Ne, okay. So, mit Schaum oder Wasser löschen, was ist besser? Ja, oder ersticken ist auch immer eine Option. Ja. Also er muss definitiv unter der Stratosphäre gewesen sein oder Ozonschicht, weil darüber ist halt Überleben halt schwierig ohne Spezialkleidung. Hm. Weil da ist dann schon fast Vakuum nämlich. Naja klar, das Weltall an sich ist sauerstofffrei, das ist ja klar. Ach guck mal, noch ein Boot. Hm. Ah, ich glaube das war ein Fischerboot oder so. Ja. Ja, ein Schlepper. Hm. Ja. Cool. Hier vorne sieht man noch die Reste vom verstärkten Bug, dass er auch mal einen Frachter durch die Gegend schubsen kann. Mhm. Das war ein Schlepper. Ja, stimmt. Das war ein Schlepper. Ja, von der Seite hätte es auch ein Fischerboot sein können. Ich finde das faszinierend. Richtig, richtig cool. Ich finde diese Geräusche hier unten echt beängstigend. Knarzen von den alten Wracks und so. Mhm. Naja, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich der Wasserdruck, ey. Ja, das Wasser, das mit den Strömungen, das zerrt und zieht da natürlich dran. Und auf jeden Fall. Wie tief wir sind jetzt? Gar nicht so tief, 100 Fuß aktuell. Ah. Ja, hier ist auch mal etwas trübe, weil der Sankudo River hier rausfließt. Mhm. Wir sind hier in der im Mündungsbereich. Mhm. Und deswegen ist es auch immer sehr undurchsichtig hier alles. Mhm. Ich habe gehört, hier gibt es auch einen riesen See auf der Insel, ne? Ja, ja. Ja, den Alamo. Den Alamo, genau. Bei Sandy Shores. Da habe ich übernachtet. Da hat ein Bekannter ein Ferienhaus. Ich habe direkt am See geschlafen. Ah, cool. Mhm. Da kann man bestimmt auch tauchen mit dem U-Boot. Die Frage ist, ob man da hochkommt. Ich wollte gerade sagen. Nicht jedes Schiff kann über diesen Fluss fahren, ne? Tatsächlich würde ich sogar nicht unbedingt empfehlen, mit einem anderen als Jetskis da hochzufahren. Okay. Sind ein paar Stromschnellen, die sehr flach sind. Mhm. Mit einem flachen Boot wie einer Tropic oder einer Suntrap kann das gehen. Kann aber auch schief gehen. Also da muss man schon aufpassen. Mhm. Okay. Aber ihr habt Möglichkeiten, das auf einen LKW zu laden? Wir haben einen Anhänger entsprechend. Ah, ja. Cool. Ja, den See bietet ihr das auch an? Haben wir so nicht bisher im Programm gehabt, aber kann man sicherlich mal machen. Ist ein, ich wollte gerade sagen, dann möchten wir gerne offiziell diesen Vorschlag unterbreiten, dass ihr einen Tauchpfad in dem Alamo-See anbietet. Gehen wir sicherlich mal hin. Ja, vielleicht muss man vorher mal gucken, ob da überhaupt irgendwas Sehenswertes ist. Ist da nicht eine Flugzeugmarke vor langer Zeit? Weiß nicht. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Woher soll ich wissen? Nein, so lange her. Das ob es da auch Algen gibt, ob es da auch Korallen gibt, ob es da vielleicht auch Wracks gibt, das muss man ja vorher dann erstmal erkunden, ne? Sisi. Sonst, wenn man da Touren anbietet und da ist nichts, ist auch langweilig. Ja, dann wollen die Leute am Ende noch ihr Geld zurück. Das stimmt. Dann kommt so eine Karren um die Ecke und sagt, ich möchte ihren Manager sprechen. Es gab nichts zu sehen. Außer Wasser. Ja. Was völlig normal ist, wenn man im Wasser ist, ne? Wirklich, Rodrigo?
Ist ja, das so? Ist so, ja. Ja, krass! Ja, ist wie im Steakhouse. Da kommt auch manche Leute rein und sagen, ich möchte mein Geld zurück. Was haben Sie an veganen Optionen? Es ist ein Steakhouse! Hier ist ein Blatt Salat. Ja, toll. Oder eine Kartoffel. Ja, manche Leute haben echt das Gehirn nicht eingeschaltet. No, manche wirklich nicht. Ay, caramba. Aber echt macht echt Spaß, also muss man sagen. Ja, und jetzt zurück, wir können die Guste gucken. Das ist doch cool. Ja. Das gefällt mir. Ist auch einfach mal eine andere Perspektive. Ja, natürlich. Si. Also hin quasi unten und zurück oben ist eine gute Sache. Ich bin neulich mit Kara, da bin ich das erste Mal mit Seabreeze Boot gefahren, nach Paleto hoch. Das war auch cool. Ich mach doch ein paar Bilder. Ne? Natürlich. Jetzt kannst du auch die wieder in die Cloud hochladen. Also hier oben war ich tatsächlich auch noch nicht. In Schumarsch? Nee, ich fahr hier noch nicht. Ja gut, du kommst halt nur mit dem Bus oder mit einem Taxi oder mit einem Auto hin. Weil du hast mit einem Fahrrad keine Chance, hier hochzufahren, weil der Strand ist ja Naturschutzgebiet. Mhm. Und ansonsten, es gibt nur Highway. Also Chumash kannst du tatsächlich nur Highway oder Strand. Das heißt, du müsstest zu Fuß gehen. Man könnte über die Berge, über die Landstraße fahren. Mhm. Das wird gehen. Ja, da muss man aber immer noch den Highway kreuzen. Muss man dann den Highway kreuzen, ja. Aber da gibt es ja auch hier entsprechende Fußgängerbrücken. Das heißt, man lässt das Fahrrad auf der anderen Seite stehen und kommt dann zu Fuß rüber. Also, wenn ich nur ein Fahrrad hätte, ich würde nicht in Schumach wohnen wollen. Nein. Weil du bist dann wirklich 1000% auf Bus oder Taxi angewiesen. Mhm. Und das geht ja dann auch ins Geld, wenn du jeden Tag Taxi fahren musst. Definitiv. Und, ja gut, Bus ist kostenlos, aber da hast du nicht die Flexibilität, die man sonst hat, ne? Der fährt halt nicht immer, ne? Na, der fährt im halbe Stunde Takt und auch nicht immer, ja. Mhm. Wobei die Busse teilweise länger und regelmäßiger fahren als Taxen. Ja, richtig. Aber mit der Einschränkung, dass es nur alle 30 Minuten ist. Ja. Wie? Ich habe die Bilder alle hochgeladen, ja? Fantastisch. So, ich muss mal jetzt einen neuen Speicher kaufen. Ich habe alles verballert. Oh, nee. Machst du eine Collection für VentureGram? Ja, mach ich dann. Ne? Aber ja, cool. No, allen gut. Lassen Zeit. Ich habe gesehen bei Seabreeze, es gibt auch ein paar Unterwasserbilder. Ja, in dem Profil. Noch aus etwas älterer Zeit. Ich gebe zu, wir haben unsere Venture-Profile ein bisschen vernachlässigt. Okay. Ich guck mir die nochmal an. Jetzt, wo wieder Internet da ist. Das war unter Seabreeze Freizeit, ne? Ja, genau. Unter Wasser. Ui. Oh cool, ihr habt so Taucheranzüge mit Taschenlampen eingebaut. Ja, da sind Stirnlampen auch dabei und so weiter. Wow, cool. Ach, guck mal. Man sieht schon noch was. Da sind ein paar Personas an diesem Flugzeugwrack. Und wow. Halt mit den Anzügen kommt man ja sowieso nicht so tief, dass man da gar kein Licht mehr hätte. Oh, guck mal, wo ist denn dieser Doppeldecker? Wo ist der denn runtergekommen? Hm. Cool, da schwimmen in Personas an einem Doppeldeckerwrack. Oh, diese Bilder sind klasse. Wow. Ja, cool, voll cool.
Weiß jemand von euch, ob das Casa schon offen hat? Ich kann gucken, wir haben ja jetzt wieder Internet. Wie gesagt, Venture Sites ist dein Freund. Sie sind telefonisch erreichbar, angeblich. Okay. Könnte ich gleich ja mal anrufen, ob ich meine Adresse eintragen kann. Claro. Kannst du auch jetzt schon machen, wenn keiner was dagegen hat. Also ich habe nichts dagegen. Ich denke mir immer, es ist ein bisschen unhöflich, in einem Fahrzeug, wo ein Gespräch geführt wird, zu telefonieren, aber im Moment ist es ja auch kein Gespräch. Ich mache es nachher, alles gut. Ja, no, allen gut. Ach, guck mal, da oben ist das Squad Center. Die Modeschau war schon richtig cool. Ich sage ja bis heute, da kommt ein Shopping Mall hin. Das ist meine Theorie. Wäre schade ums Museum. Okay. Finde ich zumindest. Ist das Museum offen? War es jemals offen? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass da ein Museum ist. Glaube ich, wird da, glaube ich, wieder mal umgebaut. Deswegen ist es geschlossen, aber... Ich wusste gar nicht, dass das ein Museum ist. Ja doch, die haben verschiedene Ausstellungen. Ach so. Chinesisch, ägyptisch, noch irgendwas. Ach, guck an. Ich habe das nur mitbekommen von der Modeschau. Ja, wird natürlich auch viel als Event-Location genutzt. Ah. Was sehr schön ist. Ja gut, ich bin noch gar nicht so lange auf San Andreas. Vermutlich finanzieren sich damit einfach die... Ausstellungsumbauten und so. Ah, okay. Wir würden auch kurz nochmal abtauchen. Natürlich. Ja. Und zwar, um einfach wieder aufzutauchen. Haltet euch mal fest. Okay. Ach, kommt jetzt der Jump. Jawohl. Kann das Ding springen? Nein, ernsthaft? Das Ding kann springen, ja. No! Wie gut! Wie gut ist das denn? Der rote Oktober. Sieh! Ah, das ist ja cool, das hätte ich nicht gedacht. Ja doch, mit allen Gerätschaften zusammen hat man genug Auftrieb, dass man ein Stückchen aus dem Wasser auch rauskommt. Wow, das ist ja cool. Hat ganz schön Wellen dran heute. Na, irgendwie gefühlt immer. Also wenn man hier draußen schwimmen ist, das ist immer richtig anstrengend mit den Wellen. Das ist halt der Pazifik. Say. Also die Wellen machen das Schwimmen echt ein bisschen tatsächlich anspruchsvoll. Würde schon fast gefährlich sein. Naja, so weit raus schwimmst du ja auch wieder nicht. Ich wollte gerade sagen, so weit raus sollte man eh nicht... Und es gibt nicht umsonst diese Bojen. Sieh, also wenn du so weit rausschwimmst, da hast du so schön was verkehrt gemacht, der irgendwie. Ja. Ich wollte gerade sagen, spätestens wenn du die Bojen siehst, solltest du auf die Idee kommen, dass die Bojen einen Sinn haben. Namentlich die Schwimmer warnen, wo die Strömung zu heftig wird. Nicht nur das, ne? Ja, viele Leute unterschätzen ja Strömung. See. Ja, wenn man sie nicht sieht, klar. Mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert mit einem kleinen Gummiboot. Ich bin so fröhlich durch das Meer gepaddelt und auf einmal, ich wurde total rausgezogen. Und da war ich irgendwie erst 13 Jahre alt. Ich hatte gar nicht die Kraft, da zurückzupaddeln. Aber zum Glück haben Leute gesehen und haben mir geholfen. Ja, sonst wärst du heute Pirat geworden, ne? Weiß ich nicht. Oder Meerjungfrau. Oder Wasserleiche. Ja, mit der Jungfrau können wir es streichen, ja? Ja, wahrscheinlich Wasserleiche. Oh, glaube ich nicht. Ein gut bezahlter Beruf, glaube ich. Würde ich nicht empfehlen. No. Das ist ein Scheißjob, Wasserleiche. Aber es ist schon interessant, ne? Also, wenn man sich mal überlegt, ja. Wir machen noch einen, oder? Ja. Oh, jetzt habe ich gerade angefangen zu trinken. Das ist keine gute Idee. Dann warte ich noch kurz. Ja, besser ist, danke. Jetzt darf ich mich gleich wieder umziehen gehen. Okay.
In Mexiko ist mir das passiert, da war ich ein Kind, ja. Und da war auch so ein kleiner Bach, ja. Mhm. Aber das Wasser war so schnell, ja, und so stark, ja. Ich hätte das nicht gedacht, ja. Und ich bin als Kind da rein, ja. Und das hat mir die Beine weggezogen, ja. Und mich mitgezogen, Wasserfall runtergefallen. Oh, ich kann dir sagen, das war eine Katastrophe am Schluss. Mhm. Okay, jetzt wir können. Dann wieder auf nach oben. Hui! Sehr schön! Ein krönender Abschluss. Genau, da sind wir nämlich auch schon wieder. Ich erkenne das. Hier ist der Flughafen, also geht's hier auch rein zum Yachthafen. Ja, so ist es. Ja, der Yachthafen ist nicht zu verwechseln mit dem großen Hafen. Besser nicht. No. Aber euer Standort ist schon cool, muss man sagen. An dem Yachthafen, das ist ein super geiler Standort. Mhm. Und dank Jonte weiß ich jetzt auch, wo eure Tür ist. Ich habe das irgendwie immer nur von außen gesehen. Ich habe eben geklingelt. Ich dachte, ich sehe niemanden draußen, also mache ich mal Ding-Dong. Ja, nee, wir sind dann, das ist aber auch bei uns schwierig zu hören, weil sind nämlich meist tatsächlich draußen auch. Ja. Wir haben ja noch so eine Terrasse. Ach so. Mit schönem Überblick über den Yachthafen. Ja, ich habe gesehen, dass die Treppe hochgeht. Da geht auch noch eine Treppe hoch, genau. Das ist aber nochmal ein anderer Zugang. Ach so. Wie kommt man da sonst hin? Auf die Terrasse. Ja. Nur von drinnen. Ach so. Also es ist quasi eure. Ich wollte gerade sagen. Genau. Ja. Ja. Dann ist es eure Terrasse. Privado. So ist es, ja. Claro. Nee, aber da hört man halt die Klingel nicht und deswegen am besten immer durchrufen. Ja, hätte ich auch als nächstes gemacht, als keiner auf die Klingel reagiert hat. Aber dann kamen sie uns ja schon entgegen. Ja, also wenn wir vor Ort sind, dann ist auch meist jemand da. Manchmal natürlich nicht unbedingt, dass vielleicht nochmal irgendwie Besorgungen gemacht werden, aber im Regelfall, wenn wir auf Grün stehen, ist auch jemand da oder sehr schnell vor Ort. Sie? Da kenne ich andere Unternehmen, die haben das mit der grünen Ampel noch nicht so ganz verstanden. Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber es ist durchaus schon vorgekommen, dass es grün war, ich vor einer verschlossenen Tür stand und keiner ans Telefon ging. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. No. Mir wurde sogar gesagt, das kann nicht dem Casa pfeifen, dann kriegen die Richter einen auf den Deckel. Aber habe ich nicht gemacht. Ich wollte die jetzt auch nicht verpfeifen. Hm. Aber ich hatte es auch schon, wenn ein Unternehmer auf Gelb stand, anrufen, keiner rangegangen. Ja, aber auch, also das ist legal. Das ist in Ordnung. Okay. Weil du kriegst einen Eintrag in das Telefon, also die Unternehmen haben so ein Logbuch von den Anrufen, die reingegangen sind. Und sobald jemand arbeiten ist, gehört es zu den Aufgaben der Persona, die die Hotline betreut, alle, die zwischendurch angerufen haben, zurückzurufen. Okay. Ja, so machen wir das tatsächlich auch. Ja, also der bei Orange muss man nicht zwangsweise immer dran gehen. Dafür gibt es das Logbuch. Okay. Say. Deswegen, die meisten Unternehmen stellen tatsächlich auf Orange, obwohl gar keiner mehr im Betrieb ist, und rufen dann halt zurück, sobald wieder einer da ist. Ah, okay. Und wenn du wirklich der Letzte bist, der das Licht ausmacht und dann ins Bett gehst, dann kannst du halt auf Rot stellen. Aber wenn du weißt, irgendwie, du bist jetzt quasi, du machst jetzt Feierabend, aber in einer Stunde ist ein Kollege da, dann ist es total in Ordnung, es auf Orange zu lassen. Dann übernimmt der Kollege halt die Rückrufe. So, da sind wir wieder. Mhm. Okay. Hier ist ja nicht so tief das Wasser, oder? Das ist nicht ganz so tief, trotzdem Vorsicht, beim Aussteigen ist es meist sehr glitschig. Ah, okay. 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 Mhm. Okay. Gut, dass ich Leder anhab.
Das trocknet gleich wieder. Ja, was, das trocknet schnell bei den Temperaturen. Ja, ich sag ja, das gut, dass es Leder ist. Sehr gut. Leder trocknet schnell, muss nur ein bisschen sonnen. Extra eine Route geswommen. Ja, das war sehr cool, oder? Würde ich das jetzt nicht so machen. Durch die ganzen Boote. Ja, also ich sag's mal, danke schön für diese wunderschöne Tür, die Sie damit. Ja, es war eine coole Tour. Next. Vielen Dank. Ein bisschen Bürokratie müssen wir leider noch erledigen. Achso. Achso. Für die Buchung einen Namen und im besten Fall auch eine Telefonnummer. Natürlich. Magst du das? Ja, ich hab. Ja, ich war ja hier der Zahlmeister. Ich muss mal ich bin gleich wieder da, ja. Natürlich. So. Mhm. Und fertig für die Nummer? Fertig für die Nummer. 139. 139. 356. 356. Wunderbar. Vielen Dank. Sí, claro. Kein Thema. So, dann gehe ich auf selbige Toilette und danach, ich würde mich verkrümeln ins Prison, weil ich muss noch ein bisschen was lesen. Okay, alles klar. Sind nur 15 Dienstanweisungen. Oh je. Ja, ich hatte ja gestern Abend den ersten Tag und dann hieß es, ja, und jetzt können Sie noch die ganzen Dienstanweisungen lesen. Und ich denke mir so, es ist halb zehn. Das ist mit Lektüre. Ja, aber um halb zehn, ich fange nicht mehr an, irgendwas zu lesen, wenn ich schon halb am Schlafen bin. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt heute. Ja. Ja, richtig. Genau. Toilette wäre da hinten? Ja, ich weiß. Da, wo das Boot ich war bei der Party. Ah, sehr gut. Wo diese Spielverderber es dann hinterher ver... Sind die Yachten eigentlich noch draußen? Nein. Das hat mich so geärgert, diese scheiß Spielverderber mit ihrer blöden Geiselnahme. Ja, das, ich wollte so die froh, Yachten dass der sehen. Das unbeschadet überstanden hat. Es war einer von euch? Ja. Okay, wow. Ich habe mich nur geärgert, dass diese blöden Kriminale es uns den Spaß verderben und wir da nicht mehr rausfahren durften. Oh Mann. Ja, die haben tatsächlich eine der Yachten entführt, beziehungsweise unseren Mitarbeiter. Freundlichst darum gebeten, sie doch einmal um die Insel zu fahren. Mhm. Und, oh Mann. Ja. Na gut. Jonte, du kommst weg mit Rodrigo, ne? Ich denke doch, ja. Weil ich würde dann nach der Toilette sofort mich aufmachen zum State Prison. Okay. Okay. Einen schönen Samstag für Sie und natürlich auch einen schönen Samstag für euch, ne? Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.